Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten YouTube-Video. In diesem Video werden wir unsere Nerf-Waffen vorstellen und halt etwas dazu sagen. Das hier ist die Vulcan EBS 25. Wir haben sie aus Amerika gekauft. Und das war vor 3 Jahren, da war sie noch ziemlich teuer. Das hier ist die Stampede. Wird mit diesen 3 18er Dartmagazinen geliefert. Sie schießt mit Screamlines und kann halt verschiedene Sachen angebracht werden. Das ist die Raider 435. Hat ein 35 Dart-Magazin und die Darts zerknicken auch nicht so gut da drin. Das heißt, das Magazin ist am praktischsten, wenn es darum geht, halt dann Darts in gutem Zustand zu behalten. Das ist die Maverick. Die ist schon die älteste Waffe. Die gab es schon, als Nerf nach Deutschland gekommen ist. Okay, das ist die Viglone. Das ist eine Vortex, die schießt halt mit diesen Discs hier. Und sie sind sehr viel besser als ganz normale Airstrike-Waffen, weil die schießen sehr viel genauer und wir werden später noch ein paar davon kaufen. Okay, das hier ist die Deploy. Sie kann mit allen Magazinen geladen werden, sieht mal ein bisschen komisch aus. Sieht aus wie ein Koffer und es gibt auch von Airsoft viele verschiedene Waffen, die sich als Vorbild genommen haben. Okay, das ist die Max Strike, die haben wir erst ziemlich neu gekauft, das ist unsere neueste Waffe. Sie wird mit einem Magazin geladen, wo 10 Darts reinpassen und die sind halt ziemlich schnell verbraucht, weil die halt innerhalb von 2 Sekunden alles wegschießt. Das ist eine Pumpgun, wir wissen nicht, wie sie heißt und sie ist aber ziemlich flexibel. Okay, die Wulken werden halt über diese Kette geladen, sie fasst 25 Darts. Okay, das hier ist die Barrel Break. Sie hat halt 2 Läufe. Das macht es ziemlich praktisch, um zu schießen. Man klappt es halt zu, lädt nach. Und dann kann man halt durch diese Schiene, wo die Darts reingelegt werden, macht man auf, packt gleich wieder welche rein und kann dann weiter schießen. Okay, das ist dann Tommy 20. Sie ist nicht von Nerf, sondern von Basti. Das ist Nachahmung oder halt eine andere Firma und sie schießt mit diesen Darts, aber ursprünglich schießen sie mit denen, aber wir haben die von diesen Darts in Erwin genommen, weil die ziemlich viel besser schießen. Okay, dieses Stativ gehört halt noch an die Stampede, das kann man unten rauf machen. Okay, das hier ist die Recon C6, davon haben wir 3 Stück und das packen kann man halt nicht zusammenbauen und halt mit den Nightfindern hat man halt die Standardgewehr von Nerf und habe es glaube ich auch an Smite verkauft. So. Da hinten links haben wir nochmal so eine Art Schrotflinte. Sie ist mit Abstand unsere schlechteste Waffe. Sie ist halt auch von Busby, genau wie die Waffe da hinten. Und ist absolut nicht wert, gekauft zu werden. Weil das einzige Coole daran ist, man kann schießen und wenn sie funktionieren würde, dann würde jetzt der Patron rausfliegen. Hat halt so einen Shotgun-Feeling. Okay, das war's auch schon mit unserem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist halt unser erstes Video. Wir wollen uns freuen, wenn ihr uns Tipps geben würdet und schreibt die einfach unten in die Kommentare.